Das ist die Frage, wo gehe ich mit dem hin? Ich kann hier hochgehen. Wir können diese Armee angreifen. Wir können hier in den Wald gehen, um angegriffen zu werden. Ich glaube, das ist das Beste. Wir gehen mal hier in den Wald, um angegriffen zu werden von dem hier. Haben dann den Verteidigungsbonus. Ich glaube, das ist gut. Ich hoffe. Daumen drücken. So, ihr verschanzt euch mal hier. Dadurch haben sie sich wieder die Milizen ein bisschen erholt. Sehr gut. Wir haben jetzt schon wieder zwei Milizen plus den hier. Und der hier greift, glaube ich, nicht an. Und der ist auch ein bisschen schwach auf der Brust. Gut, wie schaut es mit Kyoto aus? Wir brauchen dringend noch eine dritte... Ja, vier Runden noch. Okay. 18 Punkte bedeutet doch, dass wir jetzt den... Ne, die Gärungsgruben brauchen 19 Punkte. Mist, okay. Die Gärungsgruben kommen dann als nächstes nach München. München kriegt in einer Runde den nächsten Einwohner. Ja, das wird auch nochmal spannend hier. Und Leipzig, drei Runden. Ja, dann bauen wir Einheiten ohne Ende. Ja, im Moment steht es ganz gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was machen die? Okay, die zählen einfach nur sinnlos rum. Das ist für uns gut. Du gehst ins Wasser, um hier drüber rüber zu gehen. So, die sind einfach nur sinnlos rumgezogen. Das bedeutet, wir können jetzt eigentlich die hier angreifen, aber nur über den Fluss. Es geht aber trotzdem, weil es sind nur 82. Ich mach das mal. Wir können es immer noch rückgängig machen, falls das nicht gut läuft. Und uns verschätzt haben. Das ist ein Anführer. Speerträger, eine Kavallerie und ein Anführer. Sollte doch passen, oder? Auch wenn wir über den Fluss gehen und dafür 40% Malus haben, hoffe ich, dass es trotzdem passt. Ja, die sind schon mal raus. Ja, unsere Kämpfer sind da echt gut. Ja, der Anführer ist auch raus. Und jetzt haben wir noch die Kavallerie. Sehr gut, der Anführer ist hinüber. Ja, leider bleibt es unentschieden. Okay. Dann könnten wir aber mit denen die, glaube ich, noch angreifen. Nee, können wir nicht. Okay. Dann bleibe ich mit denen jetzt erstmal hier stehen. Die können die angreifen. Die sind aber im Wald. Dann gehe ich lieber dorthin, um selbst angegriffen zu werden. Und ihr erkundet hier weiter das Gebiet von Griechenland. Okay. Einen Ingenieurpunkt brauchen wir noch. Da kommt in zwei bzw. drei Runden der nächste. Hier brauchen wir noch drei Runden. Kaiserdynastie. Könnten wir hier Produktion holen? Ich möchte aber erst Kyoto holen, glaube ich. Ja, wir holen uns erst Kyoto. Das ist wichtiger, als die Produktion in München zu fördern. In München würden wir ja nur drei Produktionen, glaube ich, kriegen, oder? Ja, drei Produktionen mehr. Und München hat im Moment wie viel Produktion? 15. Also so viel mehr ist das gar nicht. Es ist auf Dauer natürlich schon gut, weil München ja noch größer werden wird. Aber halt auch nur auf Dauer. So, dann hole ich mir die Spartiaten wahrscheinlich in Dortmund. Die nächsten. Hier haben wir auch wieder bessere Stadtmilizen. Sehr gut. Gibt es sonst noch irgendwas zu tun? Erkundungskriegsführungspunkte? Eigentlich auch nicht. Nee, nächste Runde. So, die haben sich gar nicht bewegt. Mal schauen, was sie jetzt machen. So, die ziehen jetzt weg. China hat die Feindseligkeit erklärt. Das ist nicht schön. Wir brauchen dringend mehr Einheiten. So. Dann könnt ihr jetzt hier weiterziehen und ihr könnt Dortmund verteidigen, beziehungsweise ihr könnt eigentlich auch hier hochziehen und die ein bisschen jagen. Du gehst hier rüber. Ja, was machen wir jetzt mit denen? Dann können wir die angreifen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Wir könnten natürlich uns auch erstmal ein bisschen verschanzen und hoffen, dass die uns angreifen. Oder wir greifen mit denen die hier an. Das ist, glaube ich, ganz gut. Pam. Haha. Super. Die haben wir vernichtet. Dann können wir mit denen die hier angreifen. Dann würden wir die wahrscheinlich auch vernichten. Schätze ich mal. Ja, sehr gut. Na, und pam. Wunderbar, dann haben wir die auch vernichtet. Sehr gut, dann haben wir hier in Dortmund schon eine gute Basis, um Edinburgh zu erobern, würde ich sagen. Ja, Edinburgh ist ungeschützt. Das sollten wir gut erobern können. Die haben eh nur drei Städte, sehe ich gerade. Und nur eine Region, stimmt das? Ne, zwei Regionen, also irgendwo. Ah, das ist Belfast, das ist eine Region. Okay, Belfast und das hier. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. London vielleicht. Dann holen wir uns Edinburgh, dann vielleicht Belfast und dann vielleicht London. Und dann stehen wir schon wesentlich besser da. Das heißt, der Könige kommt demnächst. In welcher Phase ist England? England ist im Zeitalter des Eisens genauso wie wir auch. Das passt. In einer Runde kommen die Pferde.
Da kriegen wir auch nochmal Kriegsführungspunkte. Okay, ja, jetzt können wir Erding upgraden. Und machen es zu einer Holzfällerstadt. Dadurch bekommen wir Geld und bekommen Produktion in München. Also in München kriegen wir in 2 Runden schon die Lager. Und wir können jetzt die Gärungsgruben bauen. Hier hin wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder dorthin. Brauche ich sie mal dahin. Und dann müssen wir die auch bestücken, die Gärungsgruben. Warum kriegen wir hier keine Kultur? Doch, wir kriegen Kultur, aber dafür brauchen wir Wein. Wo holen wir uns das her? Vom Bauernhof ist, glaube ich, schlecht, ne? Ja, vom Bauernhof ist schlecht, vom Jagdlager ist auch schlecht. Von der Lehmgrube wäre eine Möglichkeit. Okay. Dann haben wir zumindest eine Kultur mehr, ne? Ja. Es ist die Frage, gehen wir von der Försterei? Ja, mache ich. Mache ich. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Nahrung, wachsen auch schneller. Und haben jetzt 2 Kulturpunkte mehr. Und haben schon in 3 Runden die nächste Kultur. Ich glaube, vorher war es in 4 Runden. Ich gehe noch mal kurz hier weg. Oder? Ja, vorher war es in 4 Runden. Jetzt ist es in 3 Runden. Eine Kulturrunde mehr, das bringt wirklich was. Wir haben hier zwar die Försterei dann auch verschlechtert, aber es hat jetzt das nicht verändert. Okay, ab nächster Runde können wir in Leipzig dann richtig durchproduzieren. Gut, was können wir noch machen? Wir könnten hier nochmal eine Försterei holen. Ich glaube, das würde für Erding tatsächlich sogar noch mehr Produktion bringen. In Leipzig können wir noch nicht viel machen. Haben wir denn die Städte schon erforscht? Ja, die haben wir schon, ne? Das heißt, Leipzig könnte eigentlich auch eine Stadt bekommen. Also keine Stadt, Entschuldigung, sondern eine Gemeinschaftsunterkunft. Die kostet aber 16. Die kämen dann hier hin. Ja, könnten wir machen. Und München braucht dann auch demnächst eine. Gut, ist hier irgendwas kaputt gegangen, dort die Angriffe? Nein, die beiden stehen immer noch hier, warum auch immer. Keine Ahnung, was sie hier wollen. Die können wir dann irgendwann mit einer Armee, die wir in Leipzig und in München gebaut haben, überwalzen. Hier kommt in 2 Runden Kyoto. Dortmund wäre in 6 Runden soweit. Theoretisch können wir Dortmund auch holen. Ich meine, Dortmund kann sich wohl wunderbar nach Süden ausbreiten. Vor allem, wenn wir Edinburgh besitzen und Edinburgh eben nicht zur Provinz machen. Ja, wir sollten Dortmund integrieren in 6 Runden. Genau, sollten wir machen. Dann haben wir unsere 4 Regionen und das passt doch dann ganz gut. Ja. So, du erforscht hier bitte weiter das griechische Gebiet. Griechenland hat echt Glück gehabt mit seinem Startpunkt. Schaut mal, die haben hier diese Halbinsel, wo keiner stört. Die haben hier diesen südlichen Bereich, wo keiner stört. Also die haben echt, die haben es echt gut gehabt, muss man sagen. Kriegsführungspunkte könnten wir Freiwillige holen. Da bekämen wir Speerträger für 25 Punkte. In Dortmund zum Beispiel, fände ich gar nicht mal so uninteressant. Oder in Köln. Das lassen wir uns mal offen, falls die nach Köln marschieren und Köln angreifen. Dass wir Köln verteidigen können. Was machen die denn jetzt? Greifen die uns hier an? Nein, die machen gar nichts. Das Ziegler hat auch die Feindseligkeit erklärt. Ja, das liegt einfach daran, dass wir zu schwach sind. Und, ach Mist, okay. Hier ist China. Und die können uns, glaube ich, angreifen, ne? Ja, alle die Feindseligkeit. Wir können versuchen, mal hier die Neutralität wiederherzustellen. Und Griechenland auch. Und Indien auch. Aztekenland, warum nicht? Wir probieren es einfach mal überall. Brasilien sind wir eben Frieden. Machen wir Brasilien mal offene Grenzen. So. Dann jetzt die Armee. Die Armee geht mal hier hoch. Die Armee geht mal hier hoch. Die müssten sich eigentlich mal ausruhen. Ja, und hier können wir nach Edinburgh ziehen mit denen. Warum eigentlich nicht? Edinburgh kann sich nicht verteidigen. Ist doch eine ganz gute Sache. So, ihr bleibt hier stehen. Und hier kommt der... Ja. Und da haben wir jetzt tatsächlich schnellere Grenzausweitung. Das ist doch gar nicht schlecht. Eins brauchen wir noch und da werde ich mir wahrscheinlich... Tja, Verhüttung wäre gut. Schriftgelehrte wäre gut, weil wir dann mehr Wissen bekommen, Bibliothek und so. Ich glaube, Schriftgelehrte holen wir uns mehr Wissen. Erstmal mehr Wissen, danach können wir immer noch weiterschauen. So, hier gibt es jetzt nichts, was wir unbedingt dringend brauchen. Deswegen werde ich jetzt hier in den Armbrustschützen oder in die Kavallerie gehen. 17, Entschuldigung, 21 Angriff, 17 Verteidigung. 16 Angriff, 16 Verteidigung. Die sind mehr in die Na, ich glaube, ich hole den Armbrustschützen. Gut, jetzt können wir hier beschleunigen und das werde ich auch machen.
Das ist die Frage, was wir machen. Ob wir uns lieber eine neue Stadt in Leipzig holen oder in München, hier oben zum Beispiel. Eine Bauernhofstadt, ne? Würde uns mehr Nahrung bringen. Und hier wäre es nochmal eine Produktionsstadt. Würde uns mehr Produktion bringen. Wäre schon auch nicht schlecht. Wäre schon auch nicht schlecht. Oder wir holen einen Spatiaten. Und ich glaube, wir holen einen Spatiaten. Ich meine, Spitzenforschung wäre auch gut. Heureka wäre auch gut für die Forschung. Zwei Spatiaten. Ich glaube, wir holen zwei Spatiaten. In Dortmund. Das brauchen wir nämlich auch, um das hier freizuschalten. Und da kriegen wir, das kostet nur eins und wir kriegen einen Punkt pro Runde. Das holen wir uns. Ja, ein Punkt pro Runde. Da könnten wir uns die Hauptstadtbefestigung oder hier Reservisten rufen. Halt die Armee auf befreundeten Territorium. Aber befreundete Territorium, da sind unsere Armeen halt nicht so oft. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit, hier reinzugehen. Oder eben Freiwillige zu holen. Ich glaube, wir holen uns jetzt mal Freiwillige hier. Ich glaube, das ist schon attraktiv. Wir haben hier nämlich noch mal eine Armee und können da nach Edinburgh ziehen. Ach, das war nur einer, den wir da bekommen haben. Schade, ich dachte, wir kriegen da auch zwei. Gut, dann ziehen wir nach Edinburgh und holen uns nächste Runde Edinburgh. Das müsste eigentlich funktionieren. So, was die hier machen, weiß ich nicht. Die bleiben hier einfach stehen. Das macht nicht so viel Sinn, aber gut, sollen sie mal machen. Da ist ein nächster Bürger gekommen, der arbeitet im Moment im Bauernhof, glaube ich. Dann wird einer die Försterei. Und hier haben wir einen Bürger in 8 Runden. Da brauchen wir dringend Häuser. Okay, das sollte jetzt kommen. Können wir es uns jetzt schon leisten? Ja, Gemeinschaftsunterkünfte. Okay, in Leipzig brauchen wir dringend Häuser. Also in 3 Runden kommt jetzt hier der nächste. Das ist gut. Wir haben im Moment aber keinen Platz. Wir müssen hier auch ausbauen. Was können wir denn noch ausbauen? Hier haben wir über schon Plantagen. Ja, da muss hier die Stadt hinkommen als nächstes. Es muss hier die Stadt hinkommen, damit wir hier Förstereien bauen können. Leipzig ist sonst... Ich meine, wir könnten hier auch was... Territorien beanspruchen für 36. Vielleicht hier diesen Bauernhof oder den Hügel hier. Der wäre auch nicht schlecht. Ja, Leipzig ist halt ein bisschen blöd mit den ganzen Bergen. Das ist für Leipzig echt suboptimal, sagen wir mal so. So, die Palisadenzäune stehen wieder und die Verteidigung, Stadtverteidigung steht auch fast wieder komplett. Das ist gut. Können wir Kyoto schon holen? Eine Runde noch. Eine Runde bis Kyoto und ja, das hoffen wir, dass wir das auch schaffen. Edinburgh fällt als nächstes. Ich hoffe, dass die jetzt da keinen reinziehen. Mal schauen. Die bleiben hier stehen, auf den Grenzen abgelehnt. Neutralität in Griechenland angenommen. Bezirkenreich China, Indien abgelehnt. Okay, da bin ich gespannt. Wir werden mit dem mal zuerst angreifen. Na, ich bin gespannt. Also mit den beiden Armeen sollten wir es eigentlich schaffen, Edinburgh einzunehmen. Ja, kein Verteidigungsbonus auf keiner Seite. Angreiferbonus auch nicht. Die einen haben wir gleich. Das werden wir, glaube ich, in dieser Runde auch noch schaffen. Ich weiß nicht, nach welchem Gusto sie das aussuchen, wen sie da angreifen. Keine Ahnung. Na komm, greif doch mal die in der Mitte nochmal an. Nee, leider nicht. Okay, dann werden wir in der nächsten Runde auch gegen 3 kämpfen müssen mit denen hier. Das sind unsere Spatiaten, die werden das doch jetzt schaffen, oder? Bin mir da ziemlich sicher. Ah, da haben sie ihren Einsatz zurückbekommen. Das ist natürlich schlecht. Da hätten wir... Ja, besser wäre es gewesen, wenn wir hätten eine rausgenommen. Aber es hat sich leider nicht ergeben. Schaffen wir es jetzt wieder nicht? Ich glaube, wir schaffen es wieder nicht, Leute. Nächste Runde. Aber nächste Runde hat das Vereinigte Königreich da vielleicht schon Einheiten reingezogen. Das könnte ich mir auch schon vorstellen. Na komm. Ja, einen haben wir zumindest vernichtet. Einen haben wir vernichtet und das heißt, nächste Runde können wir hier. Aber wir können, glaube ich, den Gewaltmarsch holen. Ja, wir holen uns den Gewaltmarsch und können es jetzt direkt machen. Das ist richtig. Das müssen wir auch machen, schaut mal. Weil das ist jetzt einfach gewesen. Es hat uns nur Punkte gekostet. Also 20 Chaos, aber auch ein bisschen Geld. Sehr gut, Edinburgh gehört uns. Wir können einen eigentlich mal da reinschicken.
Achso, es geht noch nicht. Sie können sich im Moment nicht bewegen. Dortmund steht hier. Wie schaut es mit denen aus? Die gehen mal hier hoch. Ja, mit denen gehen wir dann nach Belfast. Dann haben wir die nächste Stadt, die wir dort angreifen können. Hier sind Barbaren, interessant. Und da ist der Mount Everest. So, dann gehen wir mal nach Norden. Schauen uns hier das griechische Gebiet an. Tja, mit dem würde ich jetzt gerne darüber gehen, aber irgendwie lassen uns die nicht. Vielleicht können wir den als Schutz holen. Und München ist inaktiv. München hat jetzt auch das Lager. Sehr gut. Dann werde ich in München den Kornspeicher holen. Genau. Und wir können uns Kyoto holen, oder? Da ist jetzt Cardiff gegründet worden. Das ist für uns natürlich schlecht, weil wir es nicht vernichten können. Aber wir können uns Kyoto holen. Und Kyoto werden wir erstmal Stadtwachen bauen, 2 Stück. Genau. Ja, wir können es leider nicht vernichten, weil das erst mit einem der nächsten Updates kommen soll. Sonst würde ich Cardiff wahrscheinlich vernichten. Um Kyoto mehr Platz zu geben. So, 11 Runden bis zur nächsten Kultur. Das ist natürlich schon sehr lang, leider. Das können wir uns dann auch irgendwann mal holen. Naja, ich dachte, für die 25 Punkte bekommen wir 2 Spellträger. Einer ist natürlich schon ein bisschen sehr mau. Erding ist Stufe 2 und Lützen ist auch Stufe 2. Ja, hier die nächste Stadt hin. Das wäre auch ein wichtiger Plan. Wie stehen wir denn militärisch da? Also hier haben wir ungefähr Gleichstand. Bei den Azteken sind die Azteken besser. China ist auch leicht besser. Rom sind wir wesentlich besser. Indien ist auch leicht besser. Und Griechenland ist leicht besser, aber nicht viel. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Zeitalter der Könige werden wir auch uns demnächst holen, wenn wir hier den Papiermacher haben. Ja, mehr Kultur. Mehr Kultur. Wir sollten dann hier in Kyoto, wenn wir die Stadtverteidigung haben, auf jeden Fall auch in Richtung Kultur gehen. Hier gibt es auch Wein. Ja, müssen wir mal gucken, was wir dann da machen. Mit den nächsten Punkten hole ich mir den Palast, mehr Produktion. Ja. Und vorher können wir Belfast vielleicht schon erobern. Schauen. Weil eigentlich das Königreich hat sich mal bewegt. Spannend. So, wir können jetzt nach Belfast schon laufen. Sollen wir das machen? Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir können uns hier auch Geld holen, oder? Nee, das ist alles noch nicht ausgebaut, wie es ausschaut. In Belfast steht immerhin ein Speerträger. Okay, ich bleibe mal hier stehen. Ihr geht dorthin. Ja, wie erkunden wir weiter? Ich glaube mal nach Süden. Da ist jetzt ein Pionier. So, du kommst hier nicht weiter. Du kannst mal hier hochgehen. Du bleibst mal hier stehen. So, diese Armee, die muss hier weiter marschieren. Ihr könnt hier weiter marschieren. Ach, hier ist ein Angreifer. Das ist ein Speerträger. Und hier sind die Milizen aber noch aktiv. So, in Leipzig haben wir die Armbrust. Das ist die Frage, was holen wir uns in Leipzig als nächstes? Das Monument. Ich glaube, Leipzig braucht dringend, muss sich dringend ausbreiten. Also Monument. Und dann haben wir wieder 12 Punkte. Der Armbrustschütze geht mal hier weiter. Ach, das sind die Armeen, stimmt. Moment. Gehen wir hier hoch, wir gehen dann oben rum. Eigentlich wäre hier unten rum wahrscheinlich sogar der bessere Weg. Edinburgh haben wir. Das heißt, die Engländer sollten demnächst auch Probleme bekommen, was ihre Macht angeht. Belfast können wir, glaube ich, auch erobern. Belfast hat ja sonst nichts, oder? Belfast hat keine Palisade, Belfast hat keinen Turm. Es hat nur 3 Stadtmilizen, die sind Stufe 3. Das sollten wir doch mit den beiden eigentlich auch erobern können. Hoffe ich, mit den Spartiaten müsste es doch gehen. Und vor allem, weil unsere beiden anderen Armeen hier auch noch ankommen. Das müssten wir doch eigentlich hinbekommen. Und diese beiden Armeen sind hier aus irgendwelchen Gründen festgenagelt. Ich weiß nicht, warum. Wir könnten das hier holen, das möchte ich nicht. Kriegsführungspunkte könnten wir Verstärkung machen, das geht aber auch nicht. Territorium beanspruchen bringt uns auch jetzt erstmal nichts weiter. Gut, also eine Runde noch und dann werde ich eine Aufnahmepause machen. Bewegen sich die jetzt? Ah, die sind rausgezogen aus Belfast. Hätte ich jetzt nicht gemacht, Freunde. So, ihr kommt mal dorthin und ihr kommt mal dorthin. Ja. So, jetzt ist die Frage, gehen wir hier runter? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich greife die hier an. Einfach, um die mal zu vernichten hier in unserem Hinterland.
Ja, schädigen uns ein bisschen, aber es ist okay. Sind aber leider nicht vernichtet worden, aber vertrieben worden. Und dann gehen wir hier hin. Das sind Armbrustschützen. Okay, jawohl, sehr gut. Und die vernichten wir, oder? Ne, vernichten wir auch nicht. Die müssen sich auch zurückziehen. So, hier oben sind auch nochmal. Das sind Bogenjäger. Ich glaube, das kommt von ihrer Kultur. England ist nämlich, hier sehen wir es, die sind wilde Jäger. Mhm. Gut, was ist das hier? Das ist eine Armee, nämlich ein... Hier steht einfach nur Armee. Keine Ahnung, was das ist. Und hier ist auch eine Armee, die ist rausgezogen. Deswegen greife ich jetzt hier an. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir gehen mit dem mal hier hin. Und können dann beide nochmal ziehen, denke ich. Wir fangen mal hier an mit unseren Spartiaten. Vielleicht gelingt es uns jetzt schon, Belfast zu erobern. Mal schauen. Wir stehen von der Gesundheit ganz gut da. Kriegen jetzt aber natürlich auch auf die Mütze. Haben den einen aber schon fast rausgenommen. Mal schauen, ob wir den jetzt auch gleich angreifen. Ja, wir greifen ihn an. Sehr gut. Der ist raus. So, hier geht's gegen die Spartiaten. Also einer ist schon mal raus. Hier verlieren wir den Speerkämpfer, wie es ausschaut. Ja, Speerkämpfer ist raus. Aber der zweite ist auch raus. Das bedeutet, wir können jetzt, wenn wir die hier, glaube ich, nochmal aktivieren, mit Gewaltmarsch, müssten wir eigentlich Belfast erobern können. Weil wir hier nur eine Miliz haben. Müsste funktionieren. Sehr gut. Okay, das war's. Das bekommen wir natürlich auch wieder Chaos, was schlecht ist. Aber mit Chaos können wir auch umgehen. 5 Bevölkerung getötet, 100 Vermögen, nochmal 80 und 20 Chaos. Da sind wir bei Chaos schon bei 43. Wahnsinn. So, die Frage ist, was machen die hier? Die machen wahrscheinlich nichts. Dann gehört uns auch Belfast. Den hier können wir zerstören, den Außenposten. Und dann geht's in diese Stadt. Und dann gibt's halt noch Cardiff. Ja. Da ist ein Händler. Und die beiden bleiben hier weiterhin stehen. Ja, was nicht so schlechteste für uns ist. So, ihr geht mal hierher. Gut, die Runde ist durch. Regierungstechnisch holen wir uns als nächstes das Produktionsmandat. Als Erinnerung, ich wollte ja die Kaiserdynastie gar nicht machen. Ich wollte das Königreich machen. Ich habe mich einfach nur verklickt. Aber so ist es halt dann nun mal. Jetzt müssen wir damit umgehen. In 3 Runden wird Frankreich ins Zeitalter der Könige gehen. Wir werden das auch bald machen. Wir werden das hier uns holen, die Schriftgelehrten. Und werden uns dann auch das Zeitalter der Könige widmen. Genau. So werden wir das machen. Und dann sind wir gar nicht so weit hinten, was die Forschung angeht, würde ich sagen. In München haben wir 7 Bevölkerung. Die sind auch gut verteilt. In der Lehmgrube hätte ich ganz gerne nochmal wieder einen. Aber da können wir im Moment keinen abziehen. Die brauchen wir alle. Die brauchen wir alle. Dann in Leipzig haben wir sogar zu viele. In Leipzig bräuchten wir auch mal wieder eine Verbesserung. Zum Beispiel hier eine Försterei. Das ist doch ganz gut. Richtig. In Leipzig haben wir jetzt die Försterei gebaut. Dadurch sollten wir hier auch nochmal schneller sein, was die... Gott, wirklich alles belegt hier in Leipzig. Schneller sein, was das Monument angeht und was dann allgemein das Bauen angeht. Genau. Sehr schön. Wie schaut es in Kyoto aus? In Kyoto kommt demnächst der nächste Bürger. Dann haben wir schon 3 und es kommt auch demnächst die Stadtwache. Sehr gut. Da sollen 2 Stadtwachen hin. Und mit diesen Armeen, die wir hier haben, 1, 2, 3, 4 Armeen, werden wir jetzt diese Stadt hier, die vielleicht London ist, versuchen zu erobern. Ich meine, die Armeen hier, die werden wir auch noch irgendwie klein kriegen. Wir haben hier ein Katapult, das ist gut. Die Armee ist ja schon gut wie besiegt. Vielleicht geht die nach Süden. Warte mal, können wir die vielleicht mit dem hier angreifen? Nee. Vielleicht geht die nach Süden, das kann ich mir vorstellen. Sie könnte auch versuchen, uns anzugreifen, aber dann wäre sie natürlich tot. Diese Armee können wir auch besiegen, das ist kein Problem. Diese Armee ist auch kein Problem. Hier unten wird sonst keiner mehr sein. In Edinburgh haben wir Verteidigung, ja. In Belfast haben wir auch ein bisschen Verteidigung. Die Verteidigung kommt. Das bedeutet also, mit der Armee werde ich wahrscheinlich hier oben den Außenposten zerstören. Genauso machen wir das. Das sind die Pläne, die wir dann umsetzen wollen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir machen eine Aufnahmepause und das werden wir jetzt auch machen. Also wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme und dann werden wir hoffentlich
das Vereinigte Königreich besiegen. Sie haben uns den Krieg erklärt. Nur noch, um das nochmal klarzustellen. Ne? Sie haben uns den Krieg erklärt, nicht wir ihnen. Und jeder, der uns den Krieg erklärt, der erlebt, was er davon hat. Also, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Valete.